Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder mal um das Thema Mama Me-Time, Mama Auszeit, weil es einfach etwas so essentiell Wichtiges ist. Und ich bin auf dieses Thema wieder mal gekommen, weil ich bei Instagram von einer Mama gelesen habe, die sagt, ich bin ausgelaugt, ich bin müde, mir geht's einfach nicht gut. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn Möglichkeiten im Alltag hat, ihre Batterien wieder aufzutanken. Und sie sagte, das letzte Mal, dass sie das gemacht hat, war wohl Anfang 2019, also vor anderthalb Jahren. Und sie hat im Alltag keine Routinen, die ihr Energie schenken. Und es macht mich jetzt schon wieder so traurig, wenn ich das nur erzähle, weil mir das tatsächlich sehr leid tut, weil ich nachempfinden kann, wie sie sich gerade fühlt und wie es ihr geht. Und deswegen sind diese regelmäßigen, ich will gar nicht täglich sagen, sondern regelmäßig, wenn ihr euch einmal die Woche 15 Minuten Zeit für euch nehmt, ist es ein erster Schritt. Deswegen sind die so, so wichtig, weil ihr in diesen, nehmen wir jetzt, also es gibt eine Theorie, nennt sich Nudge-Theorie und die besagt, dass jeder Mensch, egal wie er lebt, wie sein Leben aussieht, welche Probleme, Schwierigkeiten etc. er hat, sich 15 Minuten am Tag Zeit für sich nehmen kann. Nennt sich Nudge-Theorie. Und wenn wir von dieser Nudge-Theorie ausgehen, und das ist wirklich so, jeder von uns hat diese 15 Minuten, wir müssen sie nur finden. Darauf komme ich gleich. Und nehmen wir mal an, ihr fangt an mit 15 Minuten einmal die Woche. Das ist möglich. Wenn du das jetzt siehst und denkst, nee, das schaffe ich nicht. Es ist möglich. Es wäre sogar täglich möglich. Aber starten wir doch mit einem kleinen Schritt. Einmal pro Woche 15 Minuten. Warum ist das so wichtig? In diesen 15 Minuten kannst du Energie tanken für Stunden, für Tage, je nachdem, wie du diese Zeit verbringst. Wichtig ist, dass du in dieser Zeit bei dir bist, Energie auftankst, nicht am Handy bist, nicht vor dem Fernseher, nicht Haushalt machst, sondern dass du bei dir bist, dass du in der Natur bist und tief durchatmest und in den blauen Himmel schaust, dass du eine Tasse Kaffee trinkst und nichts anderes tust, sondern nur diesen Kaffee trinkst, dass du 15 Minuten Yoga machst, meditierst oder einfach nur 15 Minuten auf der Couch liegst und nichts tust, sondern einfach nur deinen Gedanken lauscht. Das ist vollkommen ausreichend und das schenkt dir Energie, das lädt unsere Batterien auf, weil unsere Batterie im Laufe des, na, wir werden Mama und unsere Batterie sinkt, 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 sinkt. Und wenn wir keine Möglichkeiten haben, die irgendwann mal wieder ein bisschen aufzuladen, ja, was soll dann, wie soll das mal enden? Ich weiß, wie es endet. Es endet nicht schön. Und deswegen ist es so wichtig, um unsere Energien aufzuladen, um wieder mehr bei uns zu sein, in unserer inneren Mitte zu sein, ein Gespür dafür zu bekommen, wie geht's mir gerade? Was brauche ich gerade? Welche Wünsche, Bedürfnisse habe ich? Läuft mein Leben gerade so, wie ich mir das wünsche? Wenn nicht, warum nicht? Und was kann ich dagegen tun? Aber wenn ich mir diese Zeit nicht für mich nehme, dann kann ich auch nichts verändern und nichts verbessern. Sich hinzustellen und zu sagen, ja, es ist halt so. Ich kann mir keine Zeit für mich nehmen. Ich muss da jetzt durch. Ich muss das jetzt ertragen. Was ist das? Wir wollen unser Leben genießen. Wir sollen unser Leben genießen. Das wollen wir doch unseren Kindern vorleben. Wir wollen doch unseren Kindern nicht vorleben, dass das Leben immer schwer ist und dass man immer müde ist und gestresst ist. Nein, bitte nicht. So, und wie finden wir jetzt diese 15 Minuten? Indem wir ganz einfach erstmal auf unsere Zeitfresser schauen. Was frisst denn am Tag Zeit, ohne dass wir das mitbekommen? Großer Punkt, das Handy. Dazu habe ich schon mal ein Video gedreht, das verlinke ich euch nochmal. Da ist so ein bisschen erklärt, wie ihr von diesem, das Handy klingelt und ich muss da sofort hin und das Handy raubt mir Zeit, wie ihr davon so ein bisschen wegkommt. Also Handy ist ein großer Zeitfresser. Nur mal schnell auf Instagram gucken und schwupps ist eine halbe Stunde rum. Wären zweimal 15 Minuten. Dann ist es auch noch so dieser Aspekt, wenn ich mir diese 15 Minuten nehme, kann ich ja nicht Haushalt machen, diesen 15 Minuten. Aber es wird unterschätzt,
wie viel mehr Energie ich habe, wie viel mehr Elan ich habe, wenn ich mir erst Zeit für mich genommen habe und dann den Haushalt mache, dann geht das alles viel schneller und viel besser hintereinander und ich schaffe in der Zeit wahrscheinlich sogar mehr, wenn ich mir vorher diese Zeit für mich genommen habe. Was können noch Zeitfresser sein? Das können Energievampire in eurem Alltag sein, die ständig was von euch wollen und ihr da nie Nein sagen könnt. Ständig was für andere Leute tut, anstatt auch mal was für euch zu tun. Das kann der Fernseher sein. Das können irgendwelche blöden Aufgaben im Haushalt sein, in eurem alltäglichen Leben sein, die ihr super abgeben könntet, aber es nicht tut. Also schau mal ganz intensiv, was sind meine Zeitfresser, wo stecken die? Dann check mal deine Prioritäten. Wenn du so eine Prioritätenliste hast, 3 Punkte, wo befindest du dich? Wahrscheinlich irgendwo ganz unten, sonst würdest du dir schon die Zeit nehmen. Es ist okay, wenn du nicht Priorität Nummer 1 bist, sondern wenn das deine Kinder sind. Das ist vielleicht genetisch veranlagt, das ist in Ordnung, aber du solltest spätestens an Platz Nummer 2 kommen. Denn deine Kinder haben nichts von dir, wenn du irgendwann nicht mehr kannst, weil deine Batterien leer sind. Deswegen check deine Prioritäten und setz dich auf Stufe 1. Und wenn du das nicht mit dir vereinbaren kannst, weil da deine Kinder stehen, dann spätestens auf Stufe 2. So, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich das dann für sich geklärt hat und sich diese 15 Minuten Zeit nimmt, was macht man denn da? Also stell dir mal die Frage, was würdest du gerne tun? Und stell dir die im ersten Moment ohne irgendwelche Begrenzung, von wegen zu wenig Zeit, zu wenig Geld, unrealistisch. Stell dir einfach mal die Frage, was würdest du denn gerne tun? Bungee-Jumpen, Stricken lernen, meditieren, lesen, kochen, schlafen. Egal, schreib einfach mal alles auf. Im nächsten Schritt überlegst du dann, was ist machbar? Diese Liste bleibt bestehen, das ist nämlich was ganz, ganz Tolles. Die kannst du im Laufe der Zeit abarbeiten. Das sind Wünsche, die du hast, Dinge, die du einfach mal ausprobieren möchtest. Mach das, tu das. Das ist Leben. Aber überleg dann, was ist denn machbar? Wenn ich mir jetzt einmal die Woche im ersten Schritt 15 Minuten Zeit für mich nehme, was ist dann machbar? Was kann ich tun? Und dann tu es. Setz dir einen Termin in deinen Kalender, diese 15 Minuten, ganz fett rot, Auszeit, Me-Time, Mama-Me-Time. Und dann tu das, was du dir vorgenommen hast. Wenn du das Ganze ausweiten möchtest oder wenn du sagst, boah, ich krieg das nicht mal hin mit diesen 15 Minuten oder die Kinder sind wirklich permanent bei mir, such dir Unterstützung. Red mit deinem Partner, deinen Eltern, deinen Freunden. Jemand, der dich liebt, der wird es dir möglich machen, dir einmal die Woche 15 Minuten Zeit für dich zu nehmen. Du musst nur fragen. Und das tun wir so selten, weil wir da bestimmte Glaubenssätze haben, bestimmte Ängste haben. Geh da durch, tu das für dich. Frag nach Unterstützung. Und um das natürlich dauerhaft durchziehen zu wollen, das ist ja das, was wir wollen, ist Motivation auch ein ganz, ganz großes Thema. Deswegen überleg mal für dich, was dich motiviert, dir Zeit für dich zu nehmen. Das kann sein, dass du dich eben nicht mehr so energielos und müde fühlst, also dass du dich prinzipiell besser fühlst, dass du mehr Energie hast, dass du ein besseres Vorbild für deine Kinder hast, weil du ihnen zeigst, wie lebt man denn voller Freude und voller Energie. Das kann sein, dass du mehr zu dir selbst finden möchtest, dass das dein Motivator ist. Vielleicht gibt es ganz, ganz viele Dinge in deinem Leben, ganz viele Hürden, Probleme, Hindernisse, denen du dich gerne stellen möchtest. Dafür brauchst du aber Zeit und Energie. Dann ist das dein Motivator. Also überleg mal, was ist deine persönliche Motivation, um dir Zeit für dich zu nehmen. Und dann kann es auch schon losgehen. Und ich habe für dieses so, so wichtige Thema noch was für euch vorbereitet. Und zwar, ein PDF-Dokument enthält auch eine Checkliste mit all den Punkten, die ich gerade auch genannt habe. Könnt ihr euch ausdrücken, könnt ihr ausfüllen, könnt ihr die Checkliste, könnt ihr euch irgendwo in die Wohnung hängen, um da regelmäßig drauf schauen zu können. Also holt euch gerne diese Mama-Me-Time-Checkliste über den Link unten in der Infobox. Ist natürlich kostenlos und teilt dieses Video bitte, bitte mit allen Mamas, die ihr kennt, weil das ist noch so ein großes Thema, so ein großes Problem und es liegt mir so, so sehr am Herzen, dass wir Mamas uns Zeit für uns nehmen, weil das so unglaublich wichtig ist. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen, hat euch einige hilfreiche Impulse gegeben und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.